Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Roadchamp Park zusammen mit Janos. Jo, hallo Leute auch von mir. Ja, Mann, die Höhle sieht so cool aus. Wir fahren gerade in die Höhle von Janos rein. So, hier ist eine kleine Tropfsteinhöhle. Dort geht's dann raus aus der Höhle. So vorsichtig, dass man sich nicht an den Kanten wehtut. Und dann kommt der erste Drop. Oha, ich habe die, ihr seht, das Ding bremst dynamisch. Ich habe die Bremse dynamisch und aufgebaut. Und dann seht ihr schon da die Holzkonstruktion, die uns nach oben bringt zum zweiten großen finalen Drop, der dann größtenteils auch ein Freefall-Drop sein wird. Das Boot wird hier hochgehievt an diesen Steinen und gelangt nun nach oben hin. Da läuft jetzt hier ganz langsam weiter. Oh, ich glaube, ein bisschen zu langsam. Ich habe das Tempo just gerade nochmal variiert. Ja. Hohoho, ob das wohl passt? Probieren, bis es gut aussieht. Obwohl, andererseits ist es natürlich, man kann die Aussicht genießen. Ja, vielleicht eine Idee schneller machen würde ich es. Ich würde es aber durchaus bis zu einem gewissen Grad langsam lassen. Ja, das ist mir jetzt zu langsam, für einen Tacken zu langsam. Komm schon. Ja. Komm schon. Hallo, komm. Ja, überwinde die Griffe. Es bewegt sich noch. Okay. Dann sind wir raus. Da ist die Bahn stehen geblieben. Oh Mann. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu langsam. Ja, das ist zu langsam. Das war definitiv zu langsam. Okay, also. Second try. Ah, dann müssen wir natürlich noch mal, hier manuell nachbeschleunigen mit Command-Blöcken. Dann machen wir hier einen Command-Block hin, einen Geschwindigkeits-Command-Block, der die Geschwindigkeit variiert. So. Und wir boosten die Geschwindigkeit ein klitzekleines bisschen. Aber diesmal wirklich dezent, ganz dezent. Und wir boosten uns mal negativ in diese Richtung. Und wir boosten wirklich 0,01. Also schon sehr, sehr kleines Boosten. Okay. Dann Retake. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Rotsteinpark zusammen mit Janus. Hallo Janus. Jo, hallo Leute auch von mir. Die Achterbahn, die Wasserbahn ist richtig cool geworden. Wir fahren hier gerade durch die Tropfsteinhöhle, die Janus hier gebaut hat. Ich habe ein kleines Déjà-vu. Jetzt geht es hier runter. Es wird immer schneller. Und liebe Leute, ich habe die Bremsen dynamisch gemacht. Ihr seht, wir haben jetzt eine dynamische Bremse. Und dort sehen wir auch schon im Hintergrund das Gerüst, was uns gleich nach oben hieven wird, wo wir dann zum großen Freefall-Drop kommen. Warum habe ich ein Déjà-vu? So. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Aber jetzt möchte ich doch mal ein Ergebnis sehen hier im Rotsteinpark. Wunderschöne Sonnenuntergang gerade. Wir hören keine Soundkulisse, weil ich nicht keinen Pass habe. Ich bin nicht aufgeladen hier. Pass ist nicht aufgeladen. So, wir sehen, jetzt hat das Minecart genug Schwung und jetzt geht's ab. Und auch hier wird dynamisch gebremst. Kommt man an und ab jetzt fährt das Boot dann in den Anleger. Dort hat man dann die Möglichkeit, ein- und auszusteigen. Schön. Schön. Ja. Darauf stoße ich an. Los. Mit einem Wasser. Der Josef gönnt sich ja heute richtig hier. Ja. Was ganz Feines. Mal ganz kurz verkosten. Guter Jahrgang. Ja, ein wirklich guter Jahrgang. Oh Mann. Und dann setzt man so eine Flasche Chateau irgendwas, was schweineteuer ist, an Wein, keine Ahnung, einmal an die Gill. Und dann fliegst du aus dem Restaurant. Gut. Heuer, liebe Leute, jetzt würde ich mich gerne mal so langsam um die Special Effects kümmern. Wir haben ja für einen Command-Block vorbereitet, mit dem ich das Boot jederzeit für mich bereit. Give the Joecraft. Le Command. Mit diesem Command. Was willst du als erstes für einen Special Effect bauen? Na, schau mal, ein bisschen Splash. Das ist gut. Wenn du bei dem
Fotostation, sag Bescheid, da helfe ich dir. Das kommt zuletzt. Die Fotostation wird irre aufwendig, Leute. Das kommt zuletzt. Denn für die Fotostation müssen wir den Teil der Szene, der fotografiert wird, später rekonstruieren. Das heißt, ich würde die Fotostation vielleicht hier unten machen, auf dem See. Und wir müssen da quasi das, was ich jetzt sehe, in den Boden später nochmal rekonstruieren. Genau das gleiche Ding nachbauen, ja? Deshalb ich hätte das als Halterung aus dem Berg noch, der hier runterhängt, gemacht, dass es so im freien Fall genau fotografiert. Die Idee ist gut, Janus, nur die Schwierigkeit ist, wir müssen versuchen, keinen Himmel drin zu haben. Ah, stimmt. In der, ne? Ja, das ist ja das. Beziehungsweise, oder vielleicht machen wir das sogar, dann kann ich, ja. Wir je nachdem, wie viel Bock wir haben, können wir sogar den Himmel rekonstruieren. Also gucken, ob es gerade Tag ist. Oder Nacht ist, wenn man damit fährt. Also schauen wir mal. Auf jeden Fall wird das später in der Box angezeigt. Man guckt dann durch eine Art kleinen Frame durch und dahinter ist natürlich eine große Höhle. Und dort wird das rekonstruiert, dieser Moment des Fahrens. Es soll wirklich so ein Gag sein, aber es soll schön sein. Und deshalb ist es auch so gut, dass der Ausgang hier drin liegt, weil ich glaube, dass ich diesen Höhlenteil, wo man reingucken wird, dass wir den hier irgendwie bauen werden. Also das müssen wir nochmal genau gucken, dass man auch ein bisschen näher dran geht, Janus. Wo wir das Foto später machen, das werden wir nochmal planen und entscheiden müssen. Ja, das machen wir ganz zum Schluss, wenn wir das Streckenlayout und das Design Janus, alles fertig haben. Was man auch noch machen könnte bei deiner Höhle, wäre, dass man diesen Weiher fortführt und dass der Weiher hier zwei Wasserausgänge hat. Einmal hier und einmal hier unten drunter. Ja, ich glaube, das würde ich nicht machen, Josef. Okay. Das wird sonst komisch aussehen. Ich würde es hier zumachen. Alles gut. Und dann machen wir es so, dass du hier oben wirklich mit richtig Schmackes runterfliegst und dann auch richtig verängstigt hier fast rausfliegst. Oh! Das müssen wir doch als Sound mit auf jeden Fall noch aufnehmen. Ja, viele haben auch vorgeschlagen, bei den Sounds noch eventuell genau solche Ambience-Sounds mit aufzunehmen von eben halt Leuten, die dann im Hintergrund schreien oder bahnen, die man im Hintergrund hörte. Das ist nicht untypisch für solche Freizeitparkanlagen. Du könntest noch deinen Hund mit ins Boot setzen bei jeder Fahrt. Nein. Dann hättest du ein lustiges Foto. So. Also, jetzt wollen wir erstmal überhaupt hier diesen Special-Effekt machen. Ich habe hier für diesen Wasser-Splash-Effekt vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich sogar noch ein bisschen mehr Wasser haben möchte. Das ist zu viel. Wenn mein Computer da schon ruckelt, maße ich das nicht bei eurem Computer zu. Nee, bitte nicht. Dann haben wir ein Problem. Wenn es bei Josefs PC wirklich ruckelt, dann ist... Denn Gnade Gott. So. Okay, das hier macht keinen Unterschied. Wir müssen jetzt einige Effekte einbauen. Das ist der erste Effekt. Das ist der Regeneffekt. So, den packen wir mal hier unten. Den machen wir jetzt mal Always Active. Wir gucken mal, wie der Effekt ausgeführt wird. Der Effekt soll execute positioned boop, boop, boop ausgeführt werden. So, und zwar soll der Effekt ausgeführt werden 100 Blöcke. Nee, Quatsch. 25 Blöcke über uns. Mal gucken, wie gut das ist. Ja, ist, glaube ich, eine Ebene zu hoch, oder? Nee, ist eigentlich genau richtig. Gut, das passt schon mal ganz gut mit dem, das war gut geschätzt von mir. Alles klar. Dann müssen wir den Radius ein bisschen begrenzen. Jetzt bepowern wir ihn durch die Schiene. Schauen wir mal, wie gut das aussieht, wenn jetzt ein Minecart hier runterstürzt. Achtung, fertig, los. Oh yes! Ah, ist schon mal ordentlich. So, der nächste Effekt, den wir brauchen, ist ein Cloud-Effekt. Also, es werden ja bestimmt auch noch Wolken aufsteigen, oder? Du meinst Wasserdampf? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, da wird so viel in die Luft geschleudert. Okay, bei dem Wasserdampf muss man echt aufpassen, weil der
sehr schnell wird. So richtig schön, diese ganzen feinen Wasserzerstäubungen. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ja, ja. Es wird cool aussehen, definitiv. So, der Effekt wird dann auch positioned ausgeführt. Ich stoppe erstmal den Effekt erstmal, genau. Dann nehmen wir wieder diesen Positionierungskommand und positionieren ihn so, dass es passt. So, und er muss hinter dem Minecart positioniert werden. Das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir den quasi einen Block nach hinten rücken. Okay, mal schauen, wie es aussieht. Das sind jetzt erstmal so die kleinen Animationsdinger. So, da ist das Boot und wir schauen mal, wie es aussieht. Ja, Mann. Janus, willst du mal gucken? Ja, warte guck mal. Guck dir den Freefall an. Guck den Freefall an. Siehst du den Freefall? Ja. Achtung, das Boot fährt jetzt hier runter. Ja, das sieht doch richtig geil aus. Ah, der Komat ist eigentlich nicht ganz positioniert. Oh, da habe ich eine 1. Warum habe ich denn da eine 1 reingegeben? Oh, da muss ich eine 1 reingeben. Stopp, hier habe ich, jetzt habe ich Mist gebaut. Der Josef hat Mist gebaut. Mhm. Aber ich komme hier gut voran, Josef, mit der Höhle. Ja. Dass wir hier nachher gleich schon mal ein bisschen auch was zeigen können. Das geht eigentlich recht flott, in Anführungszeichen. Ja. Ich würde... Er hat immer noch nicht richtig zentriert. Was? Ist die Schiene offset? Nein. Warum ist der Command nicht richtig? Wir haben den Command doch zur Seite geschoben. Lass nochmal runterfahren. Aber so ist der Fehler. Ich schiebe den doch einen Block zur Seite, den Command. Und einen Block nach hinten. Machen wir minus 2. Okay, ich lasse nochmal runterfahren. Achtung. Oh! Ja, weil ich ein Idiot bin. Nix minus. Plus. Ich habe ein Minus hier eingegeben. Das ist der Fehler. Minus ist falsch. Okay. Next try. The next try. Gonna do it, gonna do it, gonna do it. Janus? Ja? Warum steht das Boot hier? Ich habe hier nichts gemacht, ich habe es nicht berührt. Glaube ich dir nicht. Ja, jetzt bin ich wieder der Schuldige. Wie immer, wie immer, wie immer. Trotzdem war das schon wieder nicht ganz offset. What? Ah, jetzt habe ich 2, ne? Da steht 2 drin. Ja, 1 muss drin stehen. Jetzt aber. Ich will, dass das Minecart eine ordentliche, ne, dass es schon schön hier Wasser hinterlässt. Und dann wollen wir die Leute ja auch noch nass machen, Leute. Mhm. Die Leute nass machen? Oh, ja, ja. Ja, klar. So einer ist der Josef also. Selbstverständlich bin ich so einer. So. Okay, ich finde trotzdem, dass der Effekt ein bisschen weiter hinter dem Minecart ausgeführt werden darf. So. Sonst erkennt man das Minecart nicht mehr. Sonst erkennt man das Minecart nicht mehr, sagt er. Das Boot nicht mehr. Oh Gott, jetzt bin ich komplett perplex. Habe ich auch schon wieder einen Fehler? Ich habe auch genau den gleichen Fehler schon wieder gemacht. Also heute ist auch echt, heute ist nicht mein Tag, Leute. Warum mache ich hier minus 3? Oh Mann, ey. Also heute bin ich schon ein bisschen dumm. Nicht ganz bei der Sache mehr, nee. Ne? Ich weiß auch nicht, was los ist.
voll nicht langer konzentriert. Langer Tag. So, jetzt stimmt nicht. Ich denke, das ist jetzt sowas. Wahrscheinlich hat es jeder Zuschauer schon gesehen. Aber jetzt passt's. Ah, das gibt's doch nicht. Komm, Schätzchen, fahr. Ja, Mann. So soll's sein. Gut, dann testen wir es jetzt mal aus mit Spieler. Wie sich das denn da verhält. Gucken wir mal. Nehmen wir mal den Command-Block, mit dem man das hin teleportiert, das Card. Janus, guck mal bitte auf, wie dir die Animation gefällt. Ja, warte, ich guck schon mal, bin schon mal hier unten. Achtung. Ja, gefällt mir gut. Wasserpartikel sehen gut aus. Ja. Die Wasserwolke sieht gut aus. Gut. Dann ist der nächste Schritt, dafür zu sorgen, dass der Spieler hier auch ein bisschen nass gemacht wird. Und zwar machen wir Folgendes. Wir summon dazu. Das machen wir jetzt natürlich als kleinen Fake. An dieser Stelle wird etwas eingefügt. Dann machen wir eine kleine Regenwolke. Eine Area Effect Cloud, Particle Rain und Radius. Radius ist erstmal 0,5. Duration können wir jetzt angeben, wie lange soll der Regen anhalten? Für 2 Sekunden soll der Regen anhalten. Nee, dann machen wir den Radius mal kurz auf. Ah, 5 ist viel. 2. Mhm. Ja, 3. Gut, das ist schon alles. Wir sehen, wenn ich jetzt diesen Befehl ausführe. Steht es im Chat. Mhm, ganz toll. Regnet es einmal hier unten. Obwohl ich den Regen fand ich jetzt gerade ein bisschen zu schwach. Ich finde dann besser Dripping Water. Und der Radius darf dann doch etwas größer sein. Und die Duration darf auch etwas höher sein. Alter, warum gebe ich das immer ein? Muss man hier sagen, dass das Slash nicht removed werden soll. Man steht dann hier, ne, und dann fährt das Boot daher. Wusch. Ja, Mann. Man wird da nass gemacht. Dann wird man nass gemacht. Das so ist der Effekt. Ja, der gefällt mir gut. Ich weiß nicht, wie heftig das ist vom Lag her. Ich kann das nicht einschätzen. Oder wir nehmen doch Rain, weil Rain ist natürlich nicht so laggy. Ja, ich glaube, ich nehme Regen und mache das Ding ein bisschen größer. Das müssen wir 3 Sekunden regnen. So, die soll genau auf dieser Höhe eingefügt werden. Also nehmen wir jetzt absolute Koordinaten. Und zwar minus 32788 minus 863. Und das Ganze wird ausgeführt durch einen normalen Command-Block, dass mein Card hier unten angekommen ist. Ja, Janus. Ja. Komm mal her. Obwohl, setz dich mal in das Minecart rein. Warte. Sag mal, wenn es hier... Achso, okay, der kommt schon. Ich sehe schon, ich setze dich mal in das Boot rein. Ja. Schauen wir mal. Da kommt der Janus. Oh, das sieht so geil aus, wenn du von hier oben runter guckst, ne? Und... Ja, das sieht gut aus. Ja, Mann, es regnet. Ja. Eine Sache habe ich noch, die mir innen drinnen nicht gefällt. Was denn? Ich sehe die Partikel, die weißen Partikel nicht. Die sind, ja, tauchen erst hinter mir aus. Ja, wenn ich, also wenn ich die ganz normale Minecraft-Standardsicht lasse. Ja, klar, natürlich. Klar, gibt auch Sinn, aber... natürlich. Ja, das ist schon schade, muss man fast sagen, weil das so cool ist. Ja, muss man F5-Sicht gucken. Also wenn du in F5 schaust, dann siehst du es. Natürlich siehst du die Partikel nicht. Das ist ja die... Partikel sind erst hinter dem Boot. Ja, ja, man sieht sie spätestens auf dem Foto, sagen wir. Ich überlege gerade, es gibt ja immer noch den Moment, wo man, also mit dem Dripping Rain, finde ich, der sollte etwas eher kommen.
Ja. Vom Timing her hat mir das noch nicht so gut gefallen. Da muss man mal hier einmal gucken, dass das vom Timing her passt. Jetzt regnet es hier. Ja, super. Also das mit dem Dripping Rain ist super. Der Regen macht seinen Job gut. Bezüglich jetzt des Aufkommens, wenn man im Wasser aufkommt, würde ich gerade, ob man da auch noch ein Partikel nimmt. Was gibt es denn da noch so für Partikel? Was ist ein Falling Water? Achso, der hier. Nee, den können wir nicht nehmen. Mal kurz. Mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich der Area Effect Cloud Falling Water gebe. Oder ist das laggier? Das ist natürlich lag, müssen wir vorsichtig sein. Machen wir den Radius mal kurz kleiner. Falling Water. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir der Falling Water geben, der Area Effect Cloud. Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, einen Logikfehler? Hoch, quer, okay, die Geraden quer. Ich hoffe, du hast hier keine Lags. Also ich habe, bei mir lief alles gut, Josef, und ich will jetzt hier auch erstmal nichts... Warte, bleib mal hier stehen. Ja. Beobachte mal das Boot. Oh, das mit dem Berg sieht gut aus. Doch, 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 ich weiß schon, das sieht gut aus. Siehst du das Boot? Ja. Ja, und das macht dich jetzt nass. Bei mir ist alles flüssig. Nice. Ja, dann perfekt. Dann, ich habe jetzt nicht so einen Killer-PC, wie Josef, muss man an der Stelle anmerken. Der Effekt ist natürlich geil. Und plötzlich regnet es hier. Finde ich cool. Genauso wünsche ich es mir. Ja, Leute. Damit sind wir fertig mit den Partikeln hier unten. Und beim nächsten Part könnt ihr zusehen, wie Janus diesen Berg weiterbaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Ciao, ciao.